Vielleicht kennst du ja von Tasmanian Tiger das First Aid Complete. Das ist Geschichte. Das gibt's nicht mehr. Es ist jetzt die zweite Version. First Aid Complete MK2, also die zweite Version, ja, verfügbar. Und wenn du wissen willst, was dieses Erste-Hilfe-Set kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. MK2, das First Aid Complete. Und das Erste, was gleich einmal auffällt, ist, es gibt es jetzt auch in Schwarz. Früher war das komplett in Grün, jetzt gibt es auch in Schwarz. Und ja, das System zum Fixieren, zum Beispiel am Gürtel oder an irgendeinem Rucksack oder einer Tasche mit dem Molle, das ist jetzt etwas anders gehandhabt. Und zwar, wenn du, bevor wir jetzt reinschauen, hier hinten hinschaust, dann sind hier zwei so Felder angenäht. Ja, die sind auch sehr robust, also das ist alles cool, so wie wir das von TT kennen. Und du kannst diese Felder entweder so einschlaufen, das heißt so, okay, oder eben so, oder hier mit dem Gürtel durch, zum Beispiel, wenn du es am anderen Gürtel hast. Ja, dann hängt das jetzt hier so an einem Gürtel. Hat natürlich den Vorteil, dass es so gut wie nicht abfallen kann, weil dann müsste dieses angenähte Feld hier abreißen. Und das halte ich bei TT für ausgeschlossen. Ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wir haben, ich kann mit Fug und Recht behaupten, tausende Artikel von TT verkauft. Also es gibt mit Fug und Recht. Und wir hatten zwei Reklamationen bis jetzt. Zwei. Und als Händler kann ich da sagen, das ist schon ganz schön beachtlich. Und zwar einmal, da ist bei dieser Coil, wenn man beim MK, beim Tasmanian Tiger Raidback MK3, da kann man oben den, so einen Schneeschutzsack zumachen und da ist so ein Teil und das ist gebrochen und das ist einmal getauscht worden und einmal hatten wir tatsächlich ein Loch und das wurde ausgetauscht. Also daher, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber der Punkt dabei ist, du kannst es natürlich nicht, weil es kein Klett oder irgendwas mit einem Clip ist, du kannst es nicht einfach so rausziehen aus dem Gürtel, das heißt, du musst den Gürtel ausfädeln, das hier ausfädeln und dann hast du die Tasche in der Hand. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil dabei, aber das musst du ganz einfach bewusst sein. Oder du gibst dir hier ganz einfach einen Riemen rein, ja, und dann kannst du es auch wieder ganz locker runternehmen. Ja, ist ganz einfach so. Dann, was auch auffällt, ist, dass wir hier vorne jetzt eine Klettfläche haben mit einem Kreuz drauf. Ja, gut. Zwei Wege Reißverschlusssystem. Und dann, und das ist mir zum Beispiel bei einem Erste-Hilfe-Set für den Outdoor-Bereich, weil ich ja immer wieder kleine und auch schon mal große Notfälle gehabt habe draußen, sehr wichtig, weil das kann ich so jetzt da hinlegen und habe gleich auf alle Dinge gleichzeitig Zugriff. Das ist jetzt mal für mich wichtig, aber das ist vielleicht auch für all jene wichtig, die mich verarzten. Stell dir vor, ich habe meine Erste-Hilfe-Backerl mit. Sieht man auch, habe ich draußen am Rucksack, habe es jedem gesagt, gibt nicht ein schwarzes Kreuz drauf, sondern ein rotes drauf, gleich knallig und fall um. Und ich bin der Einzige, der Erste-Hilfe-Set dabei hat und muss auch davon ausgehen, dass es vielleicht Leute gibt, die mir helfen, die sich nicht so gut auskennen. Ja, mit meinem Erste-Hilfe-Set, aber mit dem, in dem sie das ausziehen wie eine Ziehharmonika, hast du alles im Blick und dann siehst du ganz einfach, was vorhanden ist. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Gut. Es gibt hier unterschiedliche Schubfächer. Übrigens, das ist der Standard-Lieferumfang, also das ist alles mit dabei. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link natürlich unten im Beschreibungstext in meinem Shop, na, ist ja ganz klar. Und das ist alles mit dabei, das heißt, du kannst das dann noch anpassen. Aber was ich gleich dazu sagen will, das ist alles hochwertiges Zeug. Weil wenn du reinschaust, wirst du sehen, dass das einen gewissen Preis hat. Ja? Ich finde jetzt nicht, dass es überteuert ist, aber es kostet schon ein bisschen mehr als günstigere Teile, die ich auch im Sortiment habe, die dadurch nicht schlechter sind. Aber da ist halt das, was befühlt ist, nicht unbedingt highest quality. Wenn du jemand bist, der sagt, ich befühle mir das sowieso mit meinem eigenen Zeug, ich brauche nur die Hülle, dann ist das hier wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Dann such dir was anderes. Ja? Aber wenn du sagst, ich möchte eine jetzt kaufen und unter Anführungszeichen vergessene Lösung haben, dann bist du da gut bedient, weil da ist alles wirklich dabei, was man braucht. Ja, wird vielleicht noch um ein paar Sachen ergänzen, aber das mag sein. Eine wirklich vernünftige, gute Schere, ja, eine Verbandsschere, das ist ja etwas, was ich ganz häufig bei den Erste-Hilfe-Sets anprangere. Und auch schon bei denen, die es bei mir im Shop gibt, sagt, dass die Schere ein Schaß mit Quasteln ist. Das ist die Schere, dass die meistens einfach ein Kack sind. Und die hier, die ist gut, du hast auf der einen Seite was Spitzes und da hier etwas, das zum Beispiel bei, das tue ich jetzt nicht, also ich werde nicht mein NATO-Band von meiner Seiko-Uhr durchschneiden, das werde ich nicht tun, aber damit ich mich da einfach nicht verletze. Ist jetzt nicht unbedingt eine Rettungsschere in dem Sinn, das ist ganz klar, aber als Verbandsschere und das Ding
Yeah, das schneidet wirklich gut. Finde ich sehr, sehr sauber gemacht. Stecke ich jetzt hier rein, ja, damit es nicht heißt, rein, wenn ich nämlich irgendwas hinlege im Video und fallen lasse, dann heißt es, ja, du hast das in den Wald geworfen. Ja, ich weiß, ich heb's nachher wieder auf, du Pfeifendeckel. Schau, ja. Oder hier jetzt zum Beispiel da eine Pinzette, eine Splitterpinzette. Ja. Die ist auch durchaus in Ordnung, wie gesagt. Es gibt natürlich immer etwas, also ich habe zum Beispiel Kanal, C-Zanal, Pinzetten sehr, sehr gerne, die noch ein bisschen feiner, noch ein bisschen idealer ausgearbeitet sind, aber da kostet allein die Pinzette 20 Euro. Das muss da auch bewusst sein. Aber das ist durchaus in Ordnung. Also zum Beispiel so zum Zupfen, wenn du sagst, okay, ich schaue einfach nicht mehr fescher aus hier heraus und ich möchte ein bisschen fescher sein, dann kannst du, nein, natürlich ist das ein Splitter, Pinzette oder eine Zecke zu nehmen. Das ist alles gut gemacht. Das ist mir schon wichtig und das hat natürlich auch alles seinen Preis. Das muss uns bewusst sein. Dann hier hinten Erste-Hilfe-Set. Im Erste-Hilfe-Set eine Erste-Hilfe-Anleitung mit dabei. Dann Pflaster, Wundauflagen, hier eine große Wundauflage, dann noch einmal Pflaster. Ich glaube, was ist denn das da eigentlich? Da muss ich jetzt nachschauen. Ich meine, schau in meinen Shop, da findest du dann alles. Aha, das ist auch ein Pflaster, aber da ist die Wundauflage schaut etwas anders aus. Wir haben es im Shop beschrieben, was alles mit dabei ist. Handschuhe, Verbandsbäckchen, noch einmal Handschuhe, Rettungsdecke, auf die stehe ich total. Eine Rettungsdecke gehört meiner Meinung nach sowieso nicht nur ins Erste-Hilfe-Set, sondern in jedes Survival-Kit hinein. Dann hier, das ist sowas ähnliches wie ein PA-Haft wahrscheinlich, schätze ich mal. Ist jetzt meine böse, böse Mutmaßung, da ein Dreieckstuch, noch eine Mullbinde, damit ich es rauskriege. Also alles in allem ein sehr, sehr schönes Set, wo man wirklich mal anfangen kann. So, warum erzähle ich das jetzt lang und breit? Ich will nicht, dass die Minuten bei YouTube rauflaufen, das ist nicht der Hintergrund, sondern warum ich das erkläre, liegt daran, dass ich auf Instagram zum Beispiel, aber auch so immer wieder die Frage kriege, Reine, welches Erste-Hilfe-Set empfiehlst du? Wir sind eine, war jetzt gestern übrigens auf Instagram, wir sind eine Familie, zwei Erwachsene, ein Kind, welches Erste-Hilfe-Set empfiehlst du hier? Wenn ich ein fix-fertiges kaufen mag. Das hier. Es gibt natürlich auch kleinere, es gibt zum Beispiel das hier. Ja? Das hier, auch von TT, aber auch andere Hersteller. Das ist zum Beispiel das Waterproof. Wenn euch das interessiert, wenn dich das interessiert, schreibt mal einen Kommentar, dann mache ich auch da gerne ein Review dazu. An genauerem. Das ist etwas kleiner, etwas netter. Ist auch in Ordnung. Aber für eine Familie mit einer mehrtägigen Tour, ja, da, so war nämlich die Frage, eine Familie mit einer mehrtägigen Tour, ja, ist das okay? Ich persönlich würde aber dann schon in Richtung von dem hier gehen. Denn wenn ich zum Beispiel wirklich einmal etwas länger brauche, wenn ich einen Verbandswechsel vielleicht machen muss oder sonstiges, also vielleicht nenn mich paranoid, ich würde, also ich habe, das kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, immer bei mehrtägigen Touren das Große mitgenommen. Das kleine Backel, das ich mit habe, oh, jetzt rollt es runter hier auf Aldo Labaté, ist nämlich hügelig, es ist weg. Ja, aber ich schneide das jetzt sicher nicht, ja. Es ist so, ich werde es dann nachher holen. Das ist mir jetzt da runtergerollt, hier, siehst du den Hang. Also das muss man bei uns einfach rechnen. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wenn ich mit den Kindern mehrere Tage unterwegs war, ich immer das Große mitgenommen habe. Für einen Tagesausflug reicht natürlich das auch. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie weit ich von den Rettungsketten weg bin. Wenn ich hier am A der Welt bin, sozusagen, dann brauche ich sicher mehr an Material mehr, wie wenn ich in den Park gehe, in einer Stadt, ne, wo ich, ja, Hilfe, Hilfe, und die Rettung ist gleich da. Also es ist eine ganz andere Welt. Und daher, das kann man so eigentlich nicht pauschal beantworten. Aber wie gesagt, wenn mehrtägige Tour draußen in den Bergen zum Beispiel, draußen im Wald, weiter weg von der Rettungskette, würde ich das Größere nehmen. So, das war's jetzt. Ich würde dir das Teil wirklich sehr gern noch einmal zeigen, aber es ist leider, ja, schon mal leer. Die Stelle kennst du vielleicht noch, da habe ich mal meinen Prepper-Vorrat eingegraben, aber das ist jetzt da so runtergerutscht und das muss ich jetzt dann nachher holen. Das kann ich dann immer zeigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt mein neues Erste-Hilfe-Set, das ich auch bei den Trainings mit dabei habe. Das heißt, ich werde in einiger Zeit wieder berichten, wie es mit diesem Complete 2.0 ausschaut. Also für mich schaut das alles sehr, sehr gut aus. Wenn dir das Thema interessiert, schau in meinen Shop, kannst du ja mal gustieren. Wir haben einiges an Erste-Hilfe-Ausrüstung, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ein Abo dalassen, da geht es direkt in meinen Shop. Unten noch einmal die Links. Billige Eigenwerbung. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Ja, und ich kann jetzt, weil ich habe nur meine Crocs mit, barfuß, darunter marschieren. Bis dann und ciao, ciao.